eigentlichen Anfänge waren so in diesen klassischen Lichtenberger und dann noch Klein Friedrichsfelde. So diese klassischen zweistöckigen Neubauten. Unten ist immer ein Blumenladen drin und eine Post. Und oben war halt Jugendclub und da wurde halt getanzt von 18 bis 24 Uhr am Samstag. Und ganz am Anfang musste ich eher gehen, weil ich um 11 zu Hause sein musste, auch am Wochenende. Bei mir ist ja der Vorteil, dass ich sozusagen so angefangen habe, meine Musik zu machen. Eben mit diesem ganzen Equipment wie 909 und MPCs und Sampler und Effektgeräte. Das waren quadratmeterweise Kompressoren und IQs. Es versetzt mich aber heute in die Lage, so live spielen zu können. Wenn ich darüber nachdenke, dass ich meine Musik angefangen hätte zu machen, nur mit einem Computer und einem Controller, so wie es heute ist, wäre ich dazu nicht in der Lage. Letztes Wochenende musste er von Frankfurt nach Nizza, genau, musste dort einen Gig spielen. So, Frankfurt, Flieger verpasst, Anschlussflieger weg, war aber auch nicht seine Schuld. Klar, höhere Gewalt und damit musst du laut Vertrag ja nicht spielen. So. Aber so denkt halt Paul nicht. Paul sagt, ich muss dahin, das sind meine Fans. Und wenn ich dafür jetzt einen Learjet nehmen muss und die ganze Kohle weg ist, ist mir das auch egal. Und hat es gemacht, hat sich in den Learjet gesetzt, ist dahin geflogen, war 22 Uhr da und hat 22.30 Uhr seine Show gespielt und alle waren happy. Trying to do my best, trying to make things right.